Zuerst einmal machen wir einen Abdruck, das heißt, diese blaue Fläche wird nochmal schön mit Farbe angemalt. Der Patient geht dann einmal drüber mit jedem Fuß und dann entsteht so ein schöner Abdruck, wie man hier zum Beispiel sehen kann, jetzt ohne das Eingezeichnete. Wenn dieser Abdruck fertig ist, dann kommt das Podoskop zum Einsatz. Der Patient steigt dann auf das Podoskop drauf und ich schaue mir an, gibt es Auffälligkeiten im Verhältnis von links und rechts, den Hallux Valgus, die Po-Falte links oder rechts höher, wie stehen die Schulterblätter, gibt es einen Vorlauf auf einer Seite. Dann testet man auch noch einmal die Standhaftigkeit der Person in verschiedenen Tests. Und dann kommen auch schon diese schönen Elemente zum Einsatz. Die werden dann unter dem jeweiligen Fuß drunter gelegt. Wichtig ist aber immer, dass der Patient kein Druckgefühl hat unter dem Fuß, sondern es soll eher angenehm sein. Diese beiden Elemente zum Beispiel sind die Standardelemente. Dann gibt es noch solche Elemente, die zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite eingesetzt werden. Wenn man zum Beispiel Rechtsbeschwerden hat, wird es links drunter gelegt und dieses Element zum Beispiel bei einem Hallux Valgus. Dann messe ich das Ganze so lange aus, bis der Patient ein angenehmes Gefühl hat, nichts mehr drückt und seine Statik sich gegebenenfalls sogar schon verbessert hat. Dann wird am Ende noch mal einmal der Test wiederholt und im besten Fall ist der Patient dann standhafter als vorher. Dann gibt es hier einmal verschiedene Materialien für die Podosohlen. Standard ist eigentlich immer Leder. Und dann geht es auch schon an die Ausmessung des Schuhs. Da ist halt eben wichtig, dass die Patienten den Schuh mitbringen, in den sie die Sohle am Ende reinlegen wollen. Und dann messen wir einmal die Größe aus, die Breite. Der Patient wählt dann eben das Material aus und das war es dann eigentlich auch schon.